Herzlich willkommen in Enderal. Wir befinden uns auf dem schönen Luftschiff, getauft Gertrude. Und naja, wir werden in dieser Folge sicher nicht fliegen. Vielleicht schaffen wir es diese Woche, mal sehen, denn wir haben noch ein bisschen was zu tun. Zunächst mal müssen wir das Schiff hier fertigstellen, das heißt, wir müssen die Materialien dafür sammeln. Das ist, glaube ich, die hier, genau, Kristallwürfel finden und diese komische Sakabaku-Kupferlegierung. Aber was wir auch haben, ist das hier. Und das möchte ich, glaube ich, zunächst mal noch machen. Ein Tropfen in einem Meer, da müssen wir Yuslan im Labor des Chronikums treffen. Das heißt, wir können hier eigentlich direkt Rückkehr auswählen. Und ich hoffe, dass mittlerweile die Teleportation in Ark wieder funktioniert. Wir erinnern uns, Ark wird ja im Moment belagert, deswegen war auf jeden Fall zwischenzeitlich das Teleportieren nicht möglich. Also mit den Wegweisern in Ark. Ich hoffe, das geht wieder. Ja, wenn nicht, müssen wir halt laufen. Das ist auch nicht super schlimm, aber naja. Wäre schon schöner, wenn wir uns porten können. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So. Gut, hier sind wir. Und dann schauen wir doch direkt mal. Ja, okay, das geht. Wir wollen zum Sonnentempel. So, da geht's los. Und dann wollen wir doch mal sehen, was der Yuslan uns denn eigentlich so zu erzählen hatte. Ja, er meinte irgendwie, ja, es ist eine private Sache, aber mehr hat er uns dann noch nicht verraten. Deswegen gehen wir da mal hin und schau mal nach. Auch das ist eine Quest, die ich tatsächlich, also die ich noch nicht kenne, weil die mit dem DLC wohl dazugekommen ist. Vermute ich jetzt zumindest mal. Man erwartet viel von euch. Okay, zugegeben, ich weiß, dass die mit dem DLC dazugekommen ist, denn zu der Quest habe ich mich tatsächlich schon leicht spoilern lassen, einfach damit wir hier im Let's Play nicht irgendwie, um gewisse Dinge zu erreichen, groß zurück, also alte Spielstände laden müssen oder so. Ich möchte halt, dass es im Let's Play mehr oder weniger flüssig durchläuft und nicht, dass wir irgendwie 20 Folgen nochmal neu machen müssen, nur weil wir irgendwann mal eine Entscheidung getroffen haben, die wir vielleicht später bereuen. So, wir müssen jetzt ins Chronikum, das ist Archiv. Der ist, glaube ich, oben. Ja, das könnte klappen. Vermute ich jetzt mal. Deswegen weiß ich schon grob, was passiert und was wir machen müssen. Aber allzu viel weiß ich auch noch nicht. Also, ne, ich bin ja, wie gesagt, ich mache die Quest auch das erste Mal. So, Yuslan, guten Tag. Ah, da seid ihr ja. Jawohl. Diese Steintafel hat Lishari aus irgendeiner pyräischen Ruine hierher geschleppt. Ah, die hier. Mhm. Sieht verwirrend aus, was? Laut ihr befand sich darin mehr Wissen über die Pyräe als in allen Folianten der Gelehrten des Ordens zusammen. Vermutlich etwas übertrieben, aber trotzdem. Kaum jemand wird jetzt noch die Zeit haben, sie zu entziffern. Lishari ist tot. Konstantin ebenso. Das stimmt, ja, weil die beiden sind, glaube ich, tatsächlich so, die haben uns schon weit vorangebracht. Und das sind auch die beiden, wenn ich das jetzt nicht völlig vertue, die eigentlich mit dem Orden nicht so viel zu tun haben. Lustigerweise ist es ja so, dass hier gefühlt so ein bisschen die ehemaligen Feinde des Ordens hier plötzlich mitmachen. Auch er ist so gesehen einer. Ja, was schon sehr interessant ist. Also, ne, mal, der gemeinsame Feind schweißt die verschiedenen Parteien zusammen. So war das im Zweiten Weltkrieg und so ist es auch hier und generell, also es gibt einige Beispiele für sowas. Wenn man einen gemeinsamen Feind hat, dann funktioniert das. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Alien-Invasion auf der Erde hätten, dann würde sich die Menschheit vielleicht auch zusammenraffen. Naja, bis die Aliens weg sind, na, bis entweder die Menschheit tot ist oder die Aliens sind besiegt und dann zerfällt wieder alles und es gibt die ganz normalen Streitigkeiten, wie sie jetzt auch gibt. Wie geht aber hier? Ihr klingt schwermütig, durchaus. Sagen wir, ich habe viel nachgedacht. Über die Entscheidungen, die wir im Leben manchmal treffen und wohin sie uns führen. Mhm. Aber naja, das führt nirgendwo hin. Lassen wir das. Ja, ihr meintet, ihr wolltet mich sehen? Das wollte ich. Ich brauche eure Hilfe. Bei etwas, wie soll ich sagen, etwas Persönlichem. Kein Problem, meine Lippen sind versiegelt. Ja. Und ist das überhaupt im Moment ein guter Zeitpunkt, in Anbetracht dessen, dass Ark belagert wird und wir eigentlich ein Luftschiff bauen müssen? Gute Zeitpunkte gibt es schon. Seit der rote Wahnsinn ausgebrochen ist, nicht mehr. Und glaubt mir einfach, wenn es nicht wichtig wäre, würde ich euch nicht damit behelligen. Okay, worum geht es denn genau? Ja, fragen wir besser mal so. Schwer zu erklären.
Kommt. Aha. So, wo fange ich an? Stellt euch Folgendes vor. Ihr befindet euch in einer alten Festung. Mhm. Plötzlich öffnet sich eine Tür und ein Bandit stürmt herein. Noch bevor ihr begreift, wie euch geschieht, legt er einen Bogen auf euch an und schießt. Was passiert? Okay, wir haben nur... Der Bandit stolpert und schießt daneben. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ich hätte jetzt gesagt, weißt du, wenn der Bandit wirklich aus dem Hinterhalt kommt, habe ich eigentlich keine Zeit mehr. Vielleicht noch zur Seite springen. Ich glaube, das wäre mein erster Impuls, tatsächlich. Dies ist eine Möglichkeit, ja. Und es könnte die sein, die euch geschieht. Tatsächlich spaltet sich aber in dem Moment, in dem der Bandit feuert, eure Realität in endlose weitere auf. Eine, in der der Bandit euch trifft und tötet. Eine, in der er kurz bevor er loslässt, von einem aus der Decke brechenden Stein getroffen wird. Eine, in der der Schütze von einer Tunnelspinne gefressen wird und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten sind endlos. Alles, was passieren kann, wird passieren und schafft dabei einen neuen Realitätsstrang, eine neue Eventualität. Das geht jetzt hier tatsächlich ein bisschen wie in die Richtung, wie als wir da mit der verschleierten Frau geredet hatten. Da hatte ich auch mal so ein bisschen was angerissen in die Richtung. Das weiß ich noch. Auch wenn ich damals meinte, dass die Anzahl der Möglichkeiten, die passieren kann, endlich ist. Und er sagt unendlich, aber ich glaube, unendlich heißt in dem Fall eher halt mega viele, nicht wirklich unendlich viele. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil, also rein physikalisch gesehen, gibt es ja eine endliche Anzahl an Atomen und diese können nur, nur eine endlose Anzahl an Zuständen haben. Ja, also es müsste endlich sein. Darauf möchte ich hinaus. Das Universum ist ja auch nicht unendlich. Ja, ja. Ganz klar, wir können hier gerne so eine riesen Physik-Session machen. Wir lassen das aber vielleicht erstmal und fragen einfach mal, bevor wir das weiter ausführen. Selbst wenn ich überlebe, gibt es dann eine andere Welt, in der ich tot bin? Durchaus, und zwar nicht nur eine. Und in der Eventualitäten, die wir gerade spielen, sind wir ja so gesehen auch irgendwie tot und jetzt fleischlos. Also, ja. Nicht eine, Tausende, Millionen. Ebenso wie es Millionen gibt, in denen ihr weiterlebt. Oder eine, in der der Bandit sich plötzlich durch eine magische Anomalität in einen Myriaden verwandelt und davonfliegt. Alles, was passieren kann, passiert und schafft seine eigene Realität. Das ist die Basis der Magie. Dass so zum Beispiel auch die, ich sag mal, die Zerstörungsmagie, wie heißt es, Elementarismus hier funktioniert, das wissen wir ja schon. Die Idee ist ja, dass man quasi eine Dimension in die Realität holt, in der quasi irgendwie Feuer ist oder was auch immer. Und so funktioniert das dann. Also so ist quasi Magie hier in dem Spiel erklärt. Aber das wissen wir ja, wie gesagt, schon. Von dem her ist es nicht wirklich was Neues. Er hat das nur nochmal grob bestätigt. Okay, das bedeutet aber, wir haben hier quasi so ein Meer an Eventualitäten. Und ich schätze, dass ihr mir das erzählt habt, naja, mit eurer Bitte in irgendeiner Weise zusammenhängt, oder nicht? Dazu komme ich gleich. Mhm. Ich nehme mal an, ihr wisst auch, dass Magie nur durch dieses Phänomen existieren kann. Ein Arkanist ist in der Lage, Elemente anderer Realitäten in unsere zu holen und dadurch Übernatürliches zu tun. Soweit, so gut. Habe ich gerade beschrieben, ja. Was aber wäre, wenn es einen Weg gäbe, nicht nur Elemente anderer Realitäten in unsere zu bringen, sondern diese Realitäten physisch zu bereisen? Das wäre auf jeden Fall ein Zauberspruch, den ich auch gern hätte, ja. Das klingt praktisch, durchaus. Auch wenn man wahrscheinlich, wenn man die falsche Realität nimmt, auch Probleme haben kann. Naja, aber wie meint er das jetzt, zwischen alternativen Realitäten zu wechseln? Korrekt. Und nur mal so eine Frage, wie zum Henker soll das möglich sein? Ehrlich gesagt, dadurch, dass es ja schon mit dem Elementarismus und so weiter funktioniert, halte ich das jetzt nicht für so unmöglich. Tja, hier wird es spannend, was? Mit dem Weltenwandler. Kommt, setzen wir uns. Aber natürlich, der Weltenwandler. Kalia ist auch hier irgendwo. Keine Ahnung wo.
Ach, da unten. Ach, guck mal, da sitzt sie ja. Okay, mal sehen. Ich schätze mal, die Quest geht weiter. Wir können uns nicht nochmal mit ihr unterhalten. Aber gut, Juslan, bleiben erstmal hier. Setzt euch. Achso, ja, mach ich. Also dann, ist euch der Name Dalmarak ein Begriff? Ich wollte gerade sagen, nie gehört, aber doch, natürlich. Der Dalmarak, das ist doch dieser Ordenshüter, der Talgard bewohnbar machen wollte und stattdessen vernichtet hat, richtig? Das Sonnenfeuer. Ja, das klingt auch schon nicht so nett irgendwie, Sonnenfeuer. Also irgendwie schon, ich meine, die Sonne ist wichtig, aber zu viel Sonneneinstrahlung ist es auch nicht so gut. Genau. Was aber kaum jemand weiß, ist, dass Dalmarak an viel mehr Dingen als nur dem Sonnenrad geforscht hat. Unter anderem an dem Weltenwandler. Okay, und dieses Gerät ermöglicht es, zwischen Realitäten zu wechseln? Zeitweilig, ja. Leider hatte Dalmarak dieses Gerät nie fertigstellen können, weil er zu sehr damit beschäftigt war, mit seinem Sonnenrad Talgard in die Luft zu jagen. Ja, fand ich gerade irgendwie witzig. Okay, und ihr wollt den Weltenwandler rekonstruieren? Warum? Wegen Lishari? Lishari? Nein. Selbst wenn wir eine Realität finden, in welcher sie nicht gestorben ist, könnten wir sie nicht zurückbringen. Sagen wir einfach, dass es etwas gibt, was ich sehen muss. Was ich sehen will. Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, jemanden in die Sache hineinzuziehen. Aber es geht nicht anders. Also frage ich euch. Eine Zwischenfrage nur. Könnte uns ein solches Gerät nicht vielleicht auch im Kampf gegen den Zyklus zunutze kommen? Könnte es. Aber begrenzt. Anders als für den Zweck, für den ich den Wandler einzusetzen gedenke, fehlt uns im Falle des Zyklus ein konkreter Plan. Das Einzige, was wir mit ihm tun könnten, wäre, blindlings in andere Realitäten zu spähen und hoffen, in dem kurzen Zeitfenster, das uns dort bleibt, Informationen zu gewinnen. Und aus Gründen, auf die ich später noch genauer eingehen werde, sind Reisen in andere Eventualitäten zu gefährlich, um dieses Unterfangen rentabel zu machen. Nein, Prophet. Unsere Schlacht gegen die Hohen ist eine, die wir in dieser Welt ausfechten müssen. Daran führt kein Weg vorbei. Okay, das heißt aber, das, was du vorhast, ist so wichtig, dass es durchaus lohnenswert ist, diese Risiken einzugehen, wenn ich das gerade richtig verstehe. Okay, dann erzählt mir mal, wie wir das genau machen wollen. Richtig. Es würde mir sehr viel bedeuten, falls das etwas für euch wiegt. Machen wir. Springt dabei für mich etwas raus? Nein, wir machen nicht immer hier den Dick-Move. Wir haben im Moment eigentlich, ja, haben wir genug Geld. Aber ganz ehrlich, nee, das machen wir mal für ihn. Weil es ist ja auch spannend. So, einfach nur, weil ich sehen will, wie das funktioniert und wie diese Realitäten, die wir reisen, aussieht. Ist doch interessant. Na, was wäre, wenn irgendein Ereignis anders gewesen wäre? Freut mich zu hören. Meinen Nachforschungen nach müssen wir zwei Materialien besorgen, die ich in Ark nicht beschaffen konnte. Einen speziellen Kristall und eine Legierung, die ich selbst nicht herstellen konnte. Beides sollten wir in Dalmaraks alter Werkstatt in Talgard finden können. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kristall und Legierung, da musste ich direkt ans Luftschiff denken. Okay, ein besonderer Kristall? Ja, ich werde euch später mehr dazu erzählen. Natürlich, warum auch jetzt so, ne? Wir sind ja nur gerade hier am Reden. So, ist ein ganz unpassender Moment, irgendwas zu sagen jetzt über den Kristall. Da kann ich schon definitiv nachvollziehen. Okay, eins noch. Warum genau ich? Gibt es nicht noch zwei Arkanisten? Gibt es nicht noch zwei Arkanisten, die mit nach Enderal gekommen sind? Das waren, glaube ich, da seine Kollegen, die allerdings zum Teil etwas zwielichtig scheinen. Ja, Kiel und Mjolrol, meint ihr? Ja, die gibt es. Aber die sind nicht einmal ansatzweise fähig genug, um mir bei der Aktivierung zu helfen. Außerdem, das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, ich vertraue euch. Weiß der Henker, warum ich das tue? Ich glaube, er überschätzt unsere Fähigkeiten leicht. Aber okay, ich werde mein Bestes geben, vielleicht schaffen wir es ja. Okay, dann treffen wir uns bei seinem Labor. Wo finde ich es überhaupt? Es befindet sich inmitten des verseuchten Gebietes in Talgard. Es wird also gefährlich. Super. Ihr habt eine Karte, oder? Klar. So, hier in der Gegend solltet ihr die Abtei finden.
Ich würde mit euch mitkommen. Aber ich muss vorher noch ein paar Vorbereitungen treffen. Denkst du, ich nicht? Ah, und eines noch. Mir wäre es recht, wenn wir diese Angelegenheit vorerst zwischen uns halten. Erstens ist die Sache zu persönlich und zweitens ist mir das zu riskant, solange sich Kalim und sein Mithelfer noch auf freiem Fuß befinden. Je weniger neugierige Ohren also davon mitbekommen, desto besser. Sollen wir die Rhetorikoption nutzen und fragen, was es wirklich damit auf sich hat? Können Sie mal probieren. Grob. Sagen wir, die Sache mit Lishari und Konstantin, was passiert ist, hat mich ein paar Dinge hinterfragen lassen. Ich bin nicht froh darüber, wie sich die Dinge entwickelt haben. Aber ich weiß, dass ihre Opfer unvermeidlich waren. Dennoch, ich muss etwas sehen, mir etwas vor Augen führen, damit ich für das, was uns noch bevorsteht, wieder zu alter Stärke gelangen kann. Nicht die Antwort, die ihr euch erhofft habt, ich weiß. Aber die beste, die ich für den Moment anzubieten habe. Okay, er spricht wirklich etwas kryptisch, aber okay. Eine Frage hätte ich aber doch noch, bevor wir hier wieder losgehen. Und zwar, wie genau läuft denn die Rekonstruktion des Weltenwandlers ab? Also, müssen wir da groß was bauen oder reicht ein simpler Zauberspruch? Das ist ein komplizierter Vorgang. Reden wir darüber, wenn es soweit ist. Na gut. Danke. Dann sehen wir uns in Talgard. Jawohl, ich mache mich direkt auf den Weg. War natürlich gelogen, haha. Wir schauen erstmal, ob wir da unten mit Kalia reden können. Ich glaube fast nicht, dass wir da groß neue Optionen haben, aber probieren es mal. Guten Tag. Ja? Ich glaube, das kennen wir tatsächlich schon alles. Keine neuen Dialogoptionen, sehr, sehr schade. Na gut, dann möchte ich erstmal wissen, wo wir hin müssen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Schauen wir auf der Karte. Talgard. Da waren wir noch nicht. Ah, okay. Da müssen wir hin. Das heißt wahrscheinlich auch Quellwacht. Wie wir da am besten hinkommen, habe ich keine Ahnung. Das scheint ja wirklich mitten im Gebirge zu sein. Das kann ja lustig werden. Na gut. Aber Talgard, ich glaube, das ist tatsächlich was man mal machen kann, wo man mal hinreisen kann. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, das hat 4 Sterne, okay. Weil ich glaube, da immer in der Nähe ist tatsächlich sogar ein 5-Sterne-Gebiet. Muss man also ein bisschen aufpassen. Und genau aus diesem Grund möchte ich, glaube ich, auch... Ich muss ja erstmal wieder rausfinden. Uns erstmal ein bisschen ausrüsten. Zumindest, ne, was wir halt so machen können. Wir haben bestimmt mittlerweile auf der Bank wieder ordentlich Geld bekommen. Das ist doch super. Ja, naja. Muss auf jeden Fall mal ein bisschen handeln. Problem ist, wir haben im Moment Nacht. Aber wir reisen erstmal auf den Marktplatz. Und von dort gehen wir direkt mal eine Runde schlafen. Das haben wir uns, denke ich, verdient. Und wie gesagt, da handeln wir. Da machen wir heute erstmal noch ein bisschen. In der Folge machen wir noch kurz ein bisschen Handeln und ein bisschen Skillen, würde ich sagen, damit wir dann in der nächsten Folge wirklich nach Talgard aufbrechen können. Das klingt mir, glaube ich, nach einer recht sinnvollen Option. Naja. So, auf in unsere Bruchbude. In unserem, wie heißt der, Prunkpalast, Protzbude? Ich weiß schon gar nicht mehr. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht so häufig drin. Aber der hier ist halt ein bisschen zentraler, direkt am Marktplatz gelegen. Ne? Es hat schon gewisse Vorteile. So, das sollte aber reichen zum Schlafen. Und dann schauen wir mal, wie viel Geld wir bei der Bank abheben können. Da freut sich unser Bankier bestimmt schon wieder. Wenn wir da was abheben. Ist vielleicht wirklich mit Abstand das, was er am unliebsten macht. Ich glaube, am liebsten zahlt er Geld ein. Ich glaube, das ist es, was er am liebsten macht. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Ich würde gern was abheben, mein Freund. So. Oh, wir haben nicht so viel. Wir haben nur 512. Das heißt immer 10.000 drin. Damit wir den maximalen Zinssatz bekommen. Ja, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erhofft. Moment, haben wir eigentlich noch Skills frei? Wir haben noch 2 Skills frei. Ach du Heilige. Ja, dann machen wir das doch erstmal. Hier war der
gesucht wird. Ich weiß nicht, für wen ihr euch haltet, aber niemand bricht das Gesetz und kommt ungestraft davon. Ich kenne euer Gesicht. Gut, dass ich davor gespeichert habe. Ich wollte natürlich Z drücken, nicht Y. Upsi. War aber auch witzig. So. Gut, jetzt ein bisschen die Frage, was wir genau machen wollen. Tja, wir haben hier irgendwelche Hehler. Ah, gestohlene. So viele stehlen wir normalerweise nicht. Okay, wir können ja Rhetorik-Optionen freischalten, aber wir haben eigentlich schon ganz gut Rhetorik. Also es lohnt sich scheinbar alles nicht so wirklich. Was haben wir hier? Okay, auch nur so eine Kraft, die wir eh nie nutzen, deswegen. Ja, Dolche nutzen wir halt auch nicht wirklich. Ja, ist alles ein bisschen schwierig hier gerade. Passende Rüstung. Ah, hier haben wir was. Leichte Rüstung ist um weitere 15% wirkungsvoller. Okay, dann machen wir das mal. Oh, was haben wir hier? Okay, das braucht man nicht. Hier könnte man natürlich so Richtung Alchemie gehen, aber das haben wir natürlich noch gar nicht gemacht. Ne? Deswegen glaube ich nicht, dass sich das groß lohnt, noch zu machen. Ja, das haben wir alles schon. Das können wir vielleicht machen. Ja, ist, solange wir Ausdauer haben, das haben wir in der Regel, haben wir eine hohe Giftresistenz und die Rüstung ist noch ein bisschen effektiver. Ist jetzt kein super wichtiges Ding, aber schaden kann es jetzt auch nicht, ne? So. Und dann geht's wieder zurück. Ich frage mich, ob wir jetzt immer noch unseren, wir hatten ja da so einen Bonus, so einen Klassenbonus heißt es, glaube ich, ob wir den immer noch haben. So, Moment. Also irgendwie dieses Menü auf H, das kommt immer nicht immer. Genau, Klasse, hier, Geisterklinge. Ja, das klingt doch ganz gut. Den haben wir also noch, den Bonus. Okay, ansonsten, ja, Arkanistenfieber geht. Das heißt, wir wollen eigentlich wirklich Grüße. Ein bisschen handeln und Hallo. Skillen. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sag, so, was ihr braucht, Moment, mal einmal. Ich glaube, dem haben wir als das Erz gegeben, ne? Weil wir irgendwie wenig. Ich glaube, wir hatten als immer so 10 Erz behalten. 5 reicht aber eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. 5 sollte reichen. So, hier haben wir nicht so viel. Hier haben wir ein bisschen, da können wir 3 verkaufen. Okay, dann haben wir sonst noch irgendwas, was wir nicht brauchen. Ja gut, hier haben wir natürlich die ganzen Gifte, die wir eh nie einsetzen. Also den Feuerschutztrank nutzen wir auch eigentlich nie. Aber jetzt hat auch schon gar kein Geld mehr. Obst, Gemüse, frisches Brot. Mal fast zum, aber immer. So, dann schauen wir mal hier vorbei, was wir hier noch verkaufen können. Die Teleportrollen. Teleport nach Ark brauchen wir natürlich gar nicht. Dann. Ja, können wir eigentlich noch mehr Tränke verkaufen. Hier, die ganzen Frostschutztränke brauchen wir auch nicht. Schockschutz, Schockgift. Alles Zeug, was wir nicht brauchen. Ja, hier, Spitzfingertrank, als würden wir sowas jemals verwenden. Wir haben auch den Wolfsbluttrank noch nicht verwendet. Müssten wir eigentlich auch irgendwann mal noch machen. Naja. So, die Frage ist, was haben wir noch so an, aha, Stab des Froststurms. Den verkaufen wir, auch wenn wir jetzt hier bei weitem nicht den vollen Preis bekommen. Schreitet wohl. Ja. Die hat gerade richtig krass gelacht. Hat sich, glaube ich, gefreut, dass wir gerade 100 Groschen quasi geschenkt haben. 100 Goldmünzen. Okay, dann schauen wir noch ganz kurz, was wir grob skillen. Ich glaube, Handwerkspunkte brauchen wir erstmal nicht groß. Lernpunkte müssen wir eigentlich. Und dann haben wir hier Fernkampf, das ist auf 90. Schleichen
Schleichen brauchen wir hier, wie heißt denn das, Experte. Grüße. Ich glaube, das könnte sie auch haben. Schleichen, Experte, 10 Stück. Wir haben sogar ordentlich Geld, fällt mir gerade auf. Na gut. Das ist doch ganz schön. Ich glaube, da hatten wir schon mal ein bisschen was verkauft, aber nichts gekauft. Moment mal. Wo ist das denn jetzt? Lehrbuch, Schleichen, schwere Rüstung. Ich bin blind. Ach ja. Wir sollen Licht euch leiten. Ja, Licht ist immer gut. Was haben wir hier jetzt? Schleichen ist auf 69. Oder können wir eh erstmal nicht mehr machen. Ja, aber da brauchen wir eigentlich Fernkampfmeister. Schreibt hat die ja auch. Beste Qualität von Arctwen bis nach Enderal. Deswegen schauen wir doch direkt da mal rein. Fernkampfmeister hat sie 6 Stück. Können wir uns auch direkt leisten. Und ich glaube, hier leichte Rüstung kann man tatsächlich auch. Aber ich schaue erst nochmal zur Sicherheit nach, weil ich habe einen großen Bonus drauf. Ah, hier, guck mal. Leichte Rüstung braucht man tatsächlich nur Experte erstmal. Twohl, Grüße. Die beste Qualität. So, ich kaufe uns das schon mal, auch wenn wir, glaube ich, gar nicht so viele Punkte frei haben noch. Aber leichte Rüstung, Experte, 6 Stück. Lebt wohl. So, und dann sollte man das eigentlich auch ziemlich bald haben. Das heißt, jetzt werden hier alle noch gelesen. Machen wir erstmal hier die. Zack. Und dann nicht genug Lernpunkte. Okay, eins bleibt jetzt noch frei. Wir haben also alle Lernpunkte ausgegeben. Fernkampf ist jetzt schon bei 105. Leichte Rüstung ist bei 98. Schleichen ist bei 77. Das ist doch ganz schön. Ja, ich glaube, das reicht. Wie gesagt, Handwerkspunkte sind erstmal nicht wirklich wichtig. Deswegen lassen wir die erstmal. Und ich schaue noch kurz auf die Traglast. Da könnten wir vielleicht noch ein bisschen was loswerden. Schau ja einfach mal nur kurz durch, ob wir es hier irgendwie. Ja, da haben wir schon so ein paar Dinge, die wir nicht brauchen. Ich habe schon wieder vergessen, die Dinge anzuziehen, ne? Egal. So, Moment. Edle Kleidung. Hier, das erhabenen Gewand haben wir schon wieder. Ah, nein, das wollte ich eigentlich nicht mehr ablegen. Ach komm. Jetzt haben wir es abgelegt. Wir werden es wohl eh nie anziehen. Von dem her ist es eigentlich egal. So, okay. Ja, das muss jetzt, glaube ich, erstmal reichen. 377, haben wir zumindest 200, über 200 Punkte frei. Okay, dann werden wir im nächsten Part aufbrechen und mal schauen, ob wir diesen Weltenwandler in Betrieb nehmen können. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag und ciao.